Mein Name ist Max McLaughlin. Warum genau sind Sie hier? Ich bin hier, um diese Polizeiwache mit aufzubauen. Was wissen Sie über das organisierte Verbrechen? Das hier ist Nachkriegseuropa. Die ganze Situation ließe sich beschreiben als... als ein Haufen Mist. Ein riesiger fauler Kuchen. Vier Stücke. Wir haben nicht die nötigen Mittel. Wir sind nicht erfahren genug. Jeder in dieser Stadt bewahrt ein Geheimnis. Hallöchen, Freunde. Ich habe einige Nachrichten hinterlassen, weil ich Auskünfte zu meinem Bruder suche. Moritz McLaughlin. Ihr Bruder ist unerlaubt abwesend. Ende. Sieh aus dem Fenster, kleiner Bruder. Moritz. Schön, dich zu sehen, Max. Was soll das werden? Ich will, dass du mir hilfst. Max und Moritz erledigen die Nazis. Eine warnende Lehre für Nazi-Jungs und Mädels. Das waren Kinder. Hitler ist tot. Aber sein Geist lebt fort. Irgendwas Machtvolles in dieser Stadt. Und ich will die haben. Ich will mehr von dir. Es hat einen Mord gegeben. Womöglich zwingt sie das, was hier passiert, sich zu verwandeln. Also die Alliierten haben langsam genug voneinander. Scheußlich, nicht wahr? Wer ist schlimmer als ein Nazi? Wer den Nazis hilft, der ist der schlimmere Max. Er tötet unschuldige Menschen. Sie wissen, dass ich sie nicht töten werde. Das macht mein kleiner Bruder. Ich will ihn aufhalten. Ich brauche Ihre Hilfe. Auf der Stelle. Der Niedergang des Westens. Unsere Geschichte, Max und Moritz. Wandel beginnt in der Dunkelheit.